Hallo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen. Kingdom Cast, das nächste angespielt, scheint erstmal auf Englisch zu sein, wenn ich das so richtig sehe. Wobei ich glaube, in der Hauptmenü auf Deutsch stand. Gut, wir haben wieder ein Team aus 4 Units, die natürlich wahrscheinlich wieder High-End, maximal Content-mäßig ausgerüstet und qualitativ, skillmäßig absolutes Maximum erreicht haben, um die Leute zu ködern. Wir müssen bestimmt gegen ihn kämpfen, das war sowas von klar gewesen. Und jetzt müssen wir in den Kampf hier kämpfen. Müssen wir selber kämpfen oder macht er das mal? Vor 6 Monaten, alles alleine. Okay, nein, es war nur so eine kleine Vision. Peon 1, erinnert mich so ein bisschen an Warcraft. Boss, warum lassen Sie uns den Rest... Okay, wir werden die Texte skippen, einfach aus dem Grund, dass sie eine schlechte Übersetzung sind. Deswegen einige Minuten später. Jetzt ist er bestimmt noch allein. Das war sowas von klar. Die Front der Truppe ist zerstört. Oh, lieber groß und stark, Erik, bist du das? Alles klar. Die heilt ihn jetzt. Oh, nice. Die heilt ihn jetzt. Erinnert mich irgendwie an ein anderes Spiel, was ich schon mal hatte. So, jetzt werden wir uns hier mal ein bisschen hinbewegen. Und dann nochmal hinbewegen. Alles klar. Und dann muss ich gegen die Gobbo killen. Kämpfen. Kingdom in Chaos. Ja, ich hab's schon mal gespielt. Mega Déjà-vu ist jedes Mal, weil die Apps teilweise so krass identisch sind zu anderen. Das ist unfassbar. So, kann ich das selber heilen? Ne, die hat einen Heilzauber. Nice. Können beide heilen. Okay. Interessant. Also, wie gesagt, die Spiele kommen mir teilweise immer so bekannt vor, aber es ist wirklich immer was anderes. So, dann würde ich sagen, verfolgen wir einfach mal das kleine Tutorial. Ich kann mich dagegen eh nicht wehren. Ich kann nicht mal was lesen, aber ich will es auch gar nicht lesen, aus dem Grund, diese Englisch-Deutsch-Übersetzung mit nicht mal Google Translator wahrscheinlich, weil dann wird es nicht immer so schlecht sein. Ist einfach unglaublich eklig. Also diese Krähe, vielleicht auch schon wieder, eher. Ich weiß nicht, wie dieses ähnliche Spiel hieß, auf jeden Fall hier ist es fast identisch. So, ich kann theoretisch, ich kann ihn heilen, ich kann nur ihn heilen, okay. Jetzt kann ich theoretisch hier um die Eier, ja, sie heilt. Ach, Kingdom in Chaos. Aber ich habe das nicht auf meiner angespielt Liste. Ich habe nur 2 Spiele mit Chaos und keinen. Egal. Es ist halt. Viele Apps sind halt immer sehr, sehr ähnlich. Das ist halt einfach so. Studiere Talente, um einen stärkeren Helden zu erwachen. Okay. Wir sollen studieren. Habt ihr gehört? Verwalte deine Ausrüstung hier. Wir haben etwas bekommen, und zwar ein Schwert, ein stärkeres Schwert. Benötigt Level 2, plus 8, maximal plus 13. Wir können es also jetzt aufrüsten und hat einen maximalen Schaden von 24 und eine maximale Defense von 13, wenn wir es verbessern. Wir haben es jetzt aufgerüstet und jetzt 16 und 9. So, stopp. Alle 2 Stunden kannst du kostenlos einmal den Marktplatz aktualisieren, sonst brauchst du wenig Edelsteine. Okay. So. Täglicher Login-Bonus mitgenommen und für den Gefecht brauchen wir wieder eine Fleischkeule. Wenn eine Vogelscheuche stirbt, wird er mehrere Krähen veröffentlichen. Nur tötest du die alle Krähen, die Vogelscheuche. Oh Gott, oh Gott. Guck mal, das ist die nächste Zauberin. Die hat bestimmt Kampfmagie. Ja, lass mal skippen hier. Yay, sie hat Kampfmagie. Zumindest kann sie kämpfen. Aua, hör mal auf damit, Alter. Bist du behindert? Lass mal eine Heilerin in Ruhe. Ich glaube, du spinnst, ey. Und du tickst nicht mehr richtig. Komm hier, komm. Da, komm. Oh, ich kann die Scheiße. Ich treffe die Kreiskern nicht. Okay, ist wieder, ja. Naja, die sollen sich mal hier. Bäh. Er hat es nicht ganz geschafft. Bäm. Jetzt aber. Okay, die Krähen regenerieren sich sozusagen wieder zu einer neuen Vogelscheuche. Sollten wir sie nicht innerhalb kurzer Zeit killen. Und die haben ein Level abbekommen. Yay, Victory. Yay, ich will wieder so eine Münze und ein komisches Stäbchen. So, auf geht's. Nächste Mission, go! Verwalte hier das Team. Jetzt sollen wir sie wahrscheinlich mit ins Team reinnehmen. Klicke hier Heldens Einzelheit zu sehen. Er hat die Skills. Und dann bekommst du mit 3 Edelsteinen. Okay, wir sollen für 3 Edelsteine, die wir wahrscheinlich bekommen haben, uns einen neuen Helden kaufen. Sieht komisch aus, der ist nicht ganz im Knubbel drin, aber egal. Sehen wir Helden auf Stufe auf Seite 2. Ja, hier sind natürlich die schwachen Helden, ne? Ein halber Stern, anderthalb Sterne schon, 3 Sterne und halt 3 Sterne und so weiter. Die kostet wahrscheinlich wesentlich mehr. Ja, natürlich Echtgeld, was auch sonst. Dann weg hier.
Ja, die Stats sind auch schon minimal unterschiedlich. Also 40 zu 58, aber gut, ist natürlich auch 12 Level Unterschied. Aber ich glaube nicht. Nein, ich möchte immer noch nichts kaufen. Lass mich. So, nächstes Gefecht. Die stärksten Helden sollten die verletzlicheren schützen. Ja, ist auch richtig so. Deswegen greife ich auch mal an, wenn meine Magierin als Ziel genommen wird. Ja, ja. Achso, ich kann Autokampf, ja. Nice. Cool, cool, cool. Jetzt greift sie automatisch an, beziehungsweise kämpft sie automatisch, dann werde ich das gleich für die auch noch machen. Ach komm, er kann auch automatisch kämpfen. Muss ich gar nichts mehr machen. Bäh, Junge, die macht gar nichts. Ach, jetzt wollte ich schon sagen, macht gar nichts. Junge, komm, jetzt auch ein Skill benutzt. Ja, so, so ist richtig. Hier oben rechts sieht übrigens 2 von 3 Kämpfen. Das heißt also, ich muss 3 Kämpfe bestreiten. Jetzt sind wir, ja genau, jetzt kommen die Krähen nämlich dahinter. Und nächster Skill. Und nächster Skill und nächster Skill und nächster Skill. Und wir skillen hier alles. Und killen die Gegner. Die halten die ganze Zeit ganz fleißig. Das ist super, jetzt kommt bestimmt ein Boss, oder? Ne, immer nur kleine hässliche Go-Boss. Kommt die aus dem Boden, Alter. What the fuck? Batsch. Easy. Das war's gewesen, ja? Wie schlecht, ey. Mann, Mann, Mann. So, die hat ein Level-Up genauso wie die schon wieder. Plus 10. Nice, ey. Was die alles an an Bonis kriegen. Ja, schon wieder 3. Nice, schon wieder 3 Edelsterne. Bestimmt muss ich die jetzt auch wieder ausgeben, oder? Okay, ich will jedes Mal, wenn ich ein S-Dings habe, 3 Edelsteine. Ich war beim letzten Mal aber nicht, ja, ja, war ja klar. war sowas von klar. Rüstung plus 8, also hier haben wir HP plus 25 für meinen Krieger. Und dann halt Rüstung plus 8, dann gibt es halt kritisch. Oder hier kann man so Nebenskills machen nochmal. Hier ist der erste Skill, schwerer Schlag. Hier haben wir dann wieder ein bisschen Rüstung, Rüstung und Angriff. Angriff, HP. Hier. Da haben wir eine Verbesserung für die. Die Runden sind aber passive. Das heißt, die Runden muss man nicht benutzen. Und die Eckgänge sind halt die, die man benutzen muss. Hier zum Beispiel ist wieder eine Fähigkeit. Reduziert 10 Sekunden lang, bla bla bla. Erwachen. Achso, wir müssen die. Wir müssen die verbessern, ehe wir hier, glaube ich, weitermachen können mit den Skills. Ihr seht, hier unten sind 6 Knubbel. Wir sind aktuell erstmal beim zweiten. Allerdings müssen wir den erstmal erwachen lassen. Für 100 Edelsteine. Damit er stärker wird, weißt du, mit den nächsten Skills erlernen kann. Aber ich glaube, bis hierhin reicht erstmal die Skills, das ist in Ordnung. Und hier halt genauso mit denen auch gehen, den ganzen Skills. Eigentlich müsste sie hier so eine Heilungsverbesserung kriegen. Genau, wird erhöht die Heilung und so weiter und so weiter. Die auch, ja, die muss auch erwacht werden. Und die hat hier halt, ja, was hat sie hier noch? Ein Meteor, was hat sie als zweiten Skill? Ach, so ein Schutz, okay, so ein Schild hoch. Alles klar, ne, brauche ich nicht, danke, danke, danke. Wie gesagt, oh, ich krieg 7, wow. Erstmal gehst du es durch, du kannst Bonus-Goblin-Münzen bekommen, außerdem wird die Durchsuchung geöffnet. Durchsuchung, achso. Haben wir jetzt eine Durchsuchung? Was? Durch die, okay. Ich glaube, ich muss erstmal ein paar weitere Level machen, bevor ich da die Durchsuchung machen kann. Was auch immer das da ist, wahrscheinlich so AFK-Farming. Oder ähnliches. 4 Kämpfe, oh mein Gott. Bam. Das ist meine Heilerin in Ruhe, du Penner, ey. Ich weiß noch nicht, was hier oben dieser S-Balken bedeutet. Also das ist natürlich der Rang. Also hier haben wir noch den S-Rang, dann danach runter nicht mehr, aber ich weiß nicht, an was sich das richtet. Ich meine, weder geht die. Achso, hier kommt jetzt ein S-Rang. Ah, der Knüppel bewegt sich. Je nachdem, wie schnell wir das Ding besiegen, desto höheren Rang kriegen wir. Das ist ja interessant. Okay, wusste ich noch nicht. Jetzt sehe ich es aber jetzt, wo der Knüppel sich hier bewegt. Guck mal, das ist ein riesen Ork. Bam, du hässliches Mistvieh. Oh, er hat aber, und jetzt hier, bam, nächster Skill. Oh, ein schöner Eisbrocken, ein bisschen Movement Speed runter. Eine AOE-Heilung hier für alle. Und gleich kommt sicherlich nochmal ein Skill, oder? Der ist schon tot. Hat hier ein Lutscher. Gewonnen! Gewonnen, yeah! Okay, sie hat ein Level-Up. Weiß nicht mal, wie die heißt. Und 7, ich wette, die muss ich ausgeben. Guck mal, hier ist Werbung. Komm ich hier wieder zurück? Ich will das wieder spielen noch. Ah, wunderbar. Wunderbar, ich meine, wenn ich 7 Edelsteine kriege, dann muss ich damit bestimmt was machen. Also wahrscheinlich irgendwie ziehen oder so. Irgendwelche Items ziehen. Lass mich raten, wir müssen Items ziehen. Oh mein Gott. Missionen. Mission 1 verwendet von Fähigkeiten. Optimal erhöht Kampfkraft. Zeiten. Also so oft wurde das schon abgeschlossen. Diese Mission 1,37612 Millionen Mal. Und wir sind die 1,37613 Millionste Mal, dass wir diese Mission abschließen. Kann man wahrscheinlich immer wieder täglich machen. Guck mal, da ist Marcus. Ja. BAM!
Boah, das sieht ziemlich fett aus, aber es ist bestimmt so ein Dreier, so ein Dreier. Natürlich muss es eine Dreier-Einheit sein. Njung, aue. Wirbelwind, njung, mega heftiger Schaden, so mega geile Klingen und da haben wir 5 Dinger bekommen. Schon wieder Werbung, leck mich. Na. Ich hasse das, Alter. Ohne Witz, Mann, ist das dämlich. Jetzt auch heute noch ein Zaun. Diese dreckige, verkackte Werbung jedes Mal, dass die einfach jedes Mal meine Games crashen, ey. Das ist doch total dumm. Ja, versuchen wir es nochmal zu starten, in der Hoffnung, er hat es gespeichert zwischendurch. Wenn nicht, tja, dann ist es mit dem Angespiel auch schon wieder vorbei. Das ist ja... Das ist dann halt so. Mich hat es gewundert, dass ich die 7 Edelsteine jetzt nicht ausgeben. Aber wir haben ja gerade 5 bekommen. Vielleicht hätte ich danach die ausgeben müssen, weil wir 12 gebraucht haben. Und wenn er nochmal von vorne anfängt, dann war es das mal angespielt. Nein, er fängt nicht von vorne an. Free Bonus, was haben wir denn hier? Falls du ein kurzes Video sehen kannst, du Belohnung. Nee, danke. Empfehlung, nö, danke. Talente kann man die jetzt hier natürlich theoretisch aufrüsten, ne? Ich brauche hier ein paar mehr Talente. Vielleicht ein bisschen mehr HP. Nee, brauche ich hier nicht. Angriff. HP. Angriff, Rüstung und Rüstung. Machen wir Angriff. Kostet immer nur 2, oder wie? Immer wird sicherlich mal teurer werden noch. Aber ja, so kann man ganz einfach, ja. Wie viel kriegen wir hier? 8! Alter. Kurz mal an, 8 Stück. Ah, machen wir den einen Kampf noch. 8 Rubiner. Gut, wir brauchen natürlich auch 100 für das Erwachen einiger Einheiten und das nur auf Stufe 3. Damit wir die Skills von Level 3 benutzen können. Ich denke, da muss man ordentlich Punkte investieren in diese. Oder ordentlich. Ja, ordentlich Kristalle braucht man dafür. Ja, aber klar, dass die Fähigkeit benutzt. Die muss einen hier benutzen. So, erste Dings weg. Bam. Erste Wave erledigt. Da haben wir einen kleinen Heiler. Der versucht sich ernsthaft selbst zu heilen. Oder sagen wir mal, unseren Schaden auszuheilen. Das schafft er aber nicht. So, dann sind 2 Krähen schon wieder. Gehen wir lieber auf die rechte Krähe, Alter. Genau, so ist richtig. Bam, ja, natürlich immer die Fähigkeiten auf die gleichen Gegner setzen. Da kommt schon die vierte Wave. Oder ist das immer noch die gleiche Wave? Ich weiß gar nicht. Noch ein Heal, yay, aue Heal. Oh, dieser verdammte Heal. Bam! Okay, 5. Kampf und da kommt die letzte Vogelscheuche. Yay, yeah, kommt hier, gehen wir erstmal mit auf den. Wo ich die Kackvogelscheuche kille. Okay, also man kann, trotz des Autos automatisch ist, kann man dennoch noch ein bisschen eingreifen und sagen, ey komm, du greifst jetzt den an, du greifst jetzt den an. Das ist gut. Okay, die muss man echt ein bisschen öfter besiegen, die Vogelscheuche, ansonsten wird das echt nichts. Ach, die machen das schon. Nächster gekillt. Einer ist nur noch übrig und ja. Man kostet natürlich immer extrem viel Zeit, ne? Da kann manchmal kritisch sein, dass man die S-Reihe aber nicht mehr bekommt. Wäre ziemlich ärgerlich, aber so ist es halt. Muss man ein bisschen schneller sein. Seine AOE-Skills richtig setzen. Und alle 3 wieder ein Level ab. Das ist sehr, sehr fein. Und wieder alle 8 Edelsteine. Erfolg kunstvoll. Interessant. Es gibt 5 qualitative Stufen von Gegenständen, welche durch die Farben Weiß, Grün, Blau, Violett und Orange gezeichnet wird. Ja, kennen wir ja aus fast allen Item-Spielen. Sieht ihr deinen Erfolg? Dann kriege ich bestimmt auch wieder Juwelen, oder? Nein, leider nur, 100, nur Gold. Töte 500 Gegner, 10 Nahrung, töte 2000 Gegner, 50 Edelsteine. Also kriegt man noch eine ganze Menge Edelsteine. Was hier unten? Achso. Hat die Beurteilung S in 5 Leveln, kriegen wir hier noch ein bisschen Fleischcoin. Das ist. Achso, hier irgendwie geht es weiter mit den Erfolgen. Er ist so schnell nach unten gekommen. Guck mal, hier 100. Erwirb 10 Millionen, ne, 1 Million Goldmünzen. Ja, ja, ja. Und die seht immer so einen kleinen Fortschritt. Wie weit ihr da schon seid, das habe ich gerade 250 gesehen. Wo sind die denn da? Und jetzt machen wir doch hier. Nutzt nur 2 Helden, um Phoenix und Maurax zu töten. Oh ja, ein Sieg mit 4 Helden, Level 20. Okay. Level 20 scheint das Maximum, komplette Maximum zu sein. Wir haben noch ein Glücksrad. Wo wir anscheinend. Ach nee, wir haben die Münzen. Genau, wir haben 5 Level gehabt. Und jetzt haben wir 5 von diesen Münzen bekommen. Und wir kriegen einen Lidl-Gegenstand, wie ich das so sehe. Goblins lieb Goblin-Münzen. Ja, wir haben jetzt keine mehr. Hier müssen wir die theoretisch entweder welche freispielen. 8 Münzen für 300? What the fuck, Alter? Was für eine Verarsche. Kriege ich die nur 9? Nee, wa? Wenn ich die besiege? Nee. Okay, hier sehe ich nur, kriege ich nur 43 Münzen. Das ist jetzt nicht mehr so viel. 29 Münzen. Also man kriegt immer wesentlich weniger und
Weil hier sehe ich jetzt nicht, ob ich die grüne Münze nochmal bekomme. Egal. Auf jeden Fall gibt es eine ganze Menge an Leveln. Camelot, hier oben sind links die Abschnitte Camelot, Astolat, Zwillingsgipfel des Feuers und des Wassers und so weiter und so weiter. Ja, meine Freunde, ich würde sagen, damit war es angespielt gewesen zu dem Spiel, was ich gefühlt schon mal gespielt habe, aber anscheinend nicht. Kingdom and Chaos. Wer spielen möchte, in der Videobeschreibung sind die Links zum Spiel. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.